Hallihallo, verehrte Freunde, und willkommen zur vierten Folge von der Bannersaga. In der letzten Folge haben wir es uns wahrscheinlich. Was war das? Akku. Ja. Haben wir es uns wahrscheinlich mit sämtlichen Fraktionen schon verdorben? Wir haben den Königssohn verprellt, den ehemaligen Statthalter von Börsgard. Ja, und die anderen sind mit unserer Führung auch nicht so ganz zufrieden. Aber kriegen wir schon hin. Wir haben außerdem die erste Schlacht geschlagen und volles Pfund aufs Maul bekommen, so wie es sein sollte. Also was heißt volles Pfund aufs Maul bekommen? Wir haben gewonnen. Es war sehr knapp. Es war sehr, 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 sehr knapp. Aber wir haben gewonnen. So. Also, dies ist das Übungsfeld, wo du deine Fähigkeiten verbessern kannst, indem du Herausforderungen und freies Training absolvierst. Gab's das im ersten Teil auch? Ich glaube nicht. Wähle das Übungsfeld mit. Okay, das wählen wir aus. Und beginne eine Herausforderung mit A. Dann komm rein und lass dich in Augenschein nehmen, sagt Sven, der Ausbilder. Nach einer schnellen Abschätzung sagt er: Ja, du bist offensichtlich in der Lage, ein paar Dinge zu lernen. Ich habe fünf Herausforderungen für dich. Wenn du sie alle bestehst, bis wir in Arberang ankommen, dann, nun, dann sage ich allen, dass du mich beeindruckt hast. Ha! Svens Gelächter ist voller Gleichmut. Beginnen wir mit einigen Grundlagen. Du denkst darüber nach, was er gesagt hat. Bist du bereit für eine Herausforderung? Jawohl. Dann beginnen wir, ruft Sven. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Herausforderungen des Svens. Welche Gefahren müssen wir uns wohl jetzt entgegenstellen? Und wann dürfen wir aufs Klo? Ein Tipp, wenn ihr mal Aufnahmen machen wollt, geht vorher aufs Klo. Glaubt mir. Ach, da unten rechts ist ja der gute Sven. Öffne das Optionsmenü und wähle Schlachtziele, um detaillierte Informationen zu den Zielen zu erhalten. Okay, zoome heraus. Das haben wir doch alles schon. Ah! Da, hier. Bilde eine Schildmauer, töte einen Feind mit Durchbohren. Benutze schwerer Einschlag, um bei drei Feinden auf einmal Schaden zu bewirken. Positioniere deinen Angreifer neben einem Verbündeten. Okay. Also eine Schildmauer sollen wir bilden. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Okay, du stellst dich jetzt hier hin und trennender Schlag. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was ich hier mache. Puh, Glück gehabt, wenn der jetzt da hingegangen. Das war's mit der Schildmauer, glaube ich.
Bilde eine Schildmauer. Wann habe ich einen... Wann habe ich eine Schildmauer gemacht? Ach, wen haben wir denn da? Lange nichts gehört. Okay, das war jetzt nicht mal ansatzweise so, ich wollte sagen, wie es der Ausbilder wollte. Okay. Blöd gelaufen, gebe ich zu. Ob schwierigere Herausforderungen. Ich hab ja nicht mal die geschafft. Okay. So. Der gute Eivind. Mal sehen, was er von uns will. Du beobachtest, wie Eivind, Junos Schüler und der Magier, den man fast tot bei Krathorn gefunden hat, das ist ein riesiger Turm, seinen Stab in einem komplizierten Muster bewegt und einige Rüstungen ausbessert. Kein schlechter Zaubertrick, oder? Ich hab Schlimmeres gesehen. Ich hab schon Besseres gesehen, wie du damals in Börsgard Brille aufgehalten hast, zum Beispiel. Auch wenn es nicht geholfen hat, wir haben immerhin einige gerettet. Ich möchte im Moment nicht darüber reden. Wir haben immerhin einige gerettet. Wohl wahr. Und alle wissen, was es dich gekostet hat. Niemand erwartet, dass du schnell darüber hinwegkommst. Willst du mir etwas sagen, dass es einem höheren Zweck diente? Aber sie erwarten von mir, dass ich sie so anführe, als wäre Alette nie gestorben. Ja, es ist schwer, wenn die Tochter und der einzige Grund, warum man überhaupt noch das Leben gewählt hat, auf einmal weg ist. Aber wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen. Wir haben jetzt die Verantwortung für sie alle. Sie alle sind jetzt unsere Familie. Ich könnte es nicht. Ich bin ehrlich. Ich könnte es nicht, wenn mir der wichtigste Mensch auf Erden... Wenn ich diese Person verlieren würde, könnte ich nicht... Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Aber egal. Es geht ja nicht um mein Privates. Es geht ja hier um den guten Wook. Es mag kalt klingen, aber diese beiden Dinger, Trauer und Pflicht, kann man trennen. Ja, das habe ich auch schon erfahren müssen, dass man das trennen kann. Und man muss es auch trennen. Das klingt ganz so, als hättest du Erfahrung damit. Eher wie sich an zahlreiche vergangene Fehler zu erinnern. Das gehört dazu, wenn man Magier wird. Kannst du mir mehr davon erzählen, wie man ein Magier wird? Hast du einen Rat, wie ich die beiden trennen soll? Ja, für einen Rat wäre ich dankbar. Konzentriere dich immer auf das, was du zu tun hast. Wenn du nicht darauf konzentriert bist, die Karawane in Sicherheit zu führen, dann konzentriere dich darauf, dir selbst zu verzeihen. Er bemerkte ein Schweigen. Wook, ohne dich schaffen es diese Leute nicht. Sie müssen überleben. Aber was ist so wichtig an diesen Leuten? Niemand von uns weiß, was auf uns zukommt. Aber wir wissen, dass wir diese Leute jetzt retten können. Ganz einfach. Eivind nimmt die ausgebesserte Rüstung und schlägt mit seinem Stab drauf, um sie zu prüfen. Ich bin froh, dass wir reden konnten, aber ich muss jetzt nach dem Kämpfer sehen, der das hier getragen hat. Sonst scheint sich... Ach ja, benutze das Heldenzelt, um sie zu verbessern. Wir können ja... jemanden verbessern. Wir haben ja genug Ansehenspunkte jetzt bekommen. Verletzung. Mindestens eine deiner Einheiten ist verletzt. Verletzte Einheiten können kämpfen, erhalten jedoch einen Stärkeabzug in Höhe der Anzahl der Tage, die sie schon verwundet sind. Sie genesen im Laufe der Zeit, wenn sie im Lager ausruhen. 2, 2, 2, alle... Oh, 3 Tage sogar.
So. So, einen verbessere ich noch. Wie wär's mit... Ja, der gute Iva klingt ganz gut. Oder Wook. 13 Punkte. Okay, dann verbessere ich den guten Trickvieh. Jawohl, verbessern. Ja. 2 Punkte verfügbar. % aufs Widerstehen von 1 Punkt Rüstungsschaden. Ja, okay. Oder Stärkeschaden. Na, machen wir lieber hier. Ach, da kann ich. Ach so, gut, ich kann es nur da unten die verbessern. Ausweichen. Glückstreffer. Ja, ich mach lieber hier. Ach, das Plus heißt, ich kann bei den allen eine Fähigkeit verbessern. Oder? Ach, schade. Aber die restlichen Punkte will ich aufheben für den Fall, dass wir zum Händler kommen, um neue Vorräte zu kaufen. Okay. Dann rasten wir mal einen Tag. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon zum Kampf kommt, deswegen weiter geht's. Ich hoffe es jedenfalls. Dass wir noch mindestens einen Tag Ruhe haben. Ich bin gespannt, was die Reise uns bringt. Ah ja, da sieht man auch genau, wo das Holz sich überall gestapelt hat. Oh, 16 Klamm. Okay. Dein Blick fällt auf die Wagen voller frischer Vorräte. Worum geht es hier überhaupt? Fragst du Otleif. Die Clanmitglieder wollen uns jetzt so gut es geht helfen, sagt sie. Wann immer sie können, suchen sie nach Nüssen und Beeren oder gehen fischen und jagen. Sie reicht dir ein Stück Obst. Sie wissen vielleicht nicht, wie man kämpft, aber sie können uns versorgen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Die Zeit auf den engen Schiffen erweist sich als zu lang für die Kinder. Sie klettern an Seilen hoch, stören Ruderer und lehnen sich ständig über die Seite der Schiffe, um ins Wasser zu greifen. Manche Wahl- und Clanmitglieder sehen genervt aus. Alle erinnern, dass es bald vorbei ist. Nichts sagen. Passt auf eure Kinder auf, wir sind bis Abarang im Krieg. Familie auf bestimmte Langschiffe bringen. Ja, das könnte sich als nützlich erweisen. Du befiehlst allen Schiffen, längsseits zu gehen und enthüllst deinen Plan. Einige sind schockiert und folgen nur widerwillig, während andere deine Entscheidung gutheißen. Die Durchführung dauert länger als gedacht, aber schon bald setzen sich die Schiffe wieder in Bewegung. Kinder toben nur noch auf solchen, auf denen sich auch Eltern befinden. Ja, gut, aber die Schiffe kann man gezielter verteidigen. Allerdings ist auch die Chance höher, dass wenn was passiert, dass wir viel mehr verlieren. Schreie sind von einem Langschiff zu hören, während ein Mann sich mit seinem Fangnetz abkämpft. Als sich sein Fang der Oberfläche nähert, macht sich beunruhigendes Gemurmel breit. Du bist nahe genug dran, um zu erkennen, dass sich im Netz etwas Großes mit Fell oder langem Haar befindet. Mach das Netz los, den Mann weiter beobachten, einen Pfeil in den Körper schießen. Mach das Netz los. Jeder hört deinen Befehl, aber der Mann zieht weiter an seinem Netz. Ein Pfeil schlägt neben dem Arm des Mannes im Schiffrumpf ein. Du siehst hoch und Otleif legt bereits einen weiteren Pfeil auf.
Lass los, ruft sie dem Mann zu. Oder ich tue es. Der Mann lässt sein Netz los und sein Empfang gleitet unerkannt wieder ins Wasser zurück. Ja, wer weiß, was das war. Vielleicht war es ein Toter, aber vielleicht auch irgendeine Bestie. Oha, 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 oha. Was kommt da? Rufe von einem der Langschiffe in der Nähe lassen alle aufhorchen. Die Konstruktion erweist sich als fehlerhaft und das Schiff nimmt schnell Wasser auf. Am Ufer die Wüter, alle Schiffe bis zur Belastungsgrenze beladen. Du hast nicht viele Optionen. Die Langschiffe für Reparaturen anlegen lassen, die Clanmitglieder auf andere Schiffe verteilen. Vorräte über... Wow. Schiffszimmermänner um Rat ersuchen, Vorräte über Bord werfen und Platz auf anderen Langschiffen zu suchen. Okay, wir haben... Aber was ist, wenn... Nein, wir werden die Clanmitglieder auf andere Schiffe verteilen. Einige Schiffe gehen längsseits des sinkenden Schiffs und bringen die Besatzung in Sicherheit. Die zur Rettung... Ja, ich weiß, dass er online ist. Die zur Rettung herbeigeeilten Schiffe ächzen unter der weiteren Belastung, aber sie bleiben über Wasser. Eine Mutter küsst ihren Sohn auf den Kopf und winkt ihr dankbar zu. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert. Wow, wir haben eine ganz schön lange Karawane. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da passiert. Ein Dorf, aus dem Rauch aufsteigt, erregt die Aufmerksamkeit aller und die Schiffe werden langsamer. Ich bezweifle, dass diese Holzabfälle, mit denen wir auf dem Schiff segeln, noch mehr auf dem Fluss segeln, noch mehr aushalten, sagt Ivar. Du spürst den Blick des Statthalters auf dir ruhen und siehst, wie er langsam mit dem Kopf schüttelt. Wir helfen so vielen wie möglich, sie werden uns vielleicht für unsere Mühe entlohnen. Ich soll sie also ignorieren, das Dorf ignorieren und den Fluss hinunterfahren. Ich soll sie also ignorieren. Das ist es nicht, sagt Alba. Wenn du etwas zu sehr willst, dann ist es manchmal schlimmer, als es erst gar nicht zu versuchen. Na gut, sie werden uns vielleicht für unsere Mühe entlohnen. Alba zieht eine Augenbraue hoch. Und wer wird sie versorgen, wenn sie merken, dass die Handelsrouten von Wütern blockiert sind? Du schaust ihn an und winkst die Schiffe zur Küste. Als die Schiffe anlegen, rennst du mit einigen anderen auf den Rauch zu. Aber je näher ihr kommt, desto merkwürdiger wird die Situation. Keine Kampfgeräusche sind zu hören. Auch nicht, dass in Panik Feuer gelöscht werden. Weiter, grollt Bollwerk. Schauen wir mal, was die Toten so bei sich tragen. Die Aussage des Wal steht im Kontrast zu traditionellen Werten, aber das ist bei ihm ja an der Tagesordnung. Und zum Dorf begeben und uns durchsuchen. Nur eine Scheune brennt. Niemand ist in der Nähe. Merkwürdig, sagt Otleif. Vielleicht eine List? Sieht ganz so aus, zurück zu den Schiffen. Möglich, aber wir suchen lieber nach Vorräten, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht hat das Feuer jemand anderen in die Falle gelockt. Also zurück zu den Schiffen. Als du am Strand eintriffst, siehst du gerade noch, wie bewaffnete Fremde deine Leute vom Bord des Versorgungsschiffs werfen und ablegen. Hinter einem Schild, gespickt mit Pfeilen, nickt dir ihr Anführer zu. Du hilfst dabei, Leute aus dem Wasser und an Bord der übrigen und jetzt noch volleren Schiffe zu ziehen. Statthalter Ruger starrte schweigend an. Ach, halt doch einfach die Klappe. Oh Mann, da vorne sieht es auch aus, als ob was passiert. Wieso haben wir jetzt auf einmal noch mehr Clanmitglieder erbeuten plus 16? Okay. Eine große Gruppe Haselnussbäume ist eigentlich der perfekte Ort, damit die Clanmitglieder sich ausruhen und Vorräte sammeln können. Kaum an Land spielen die Kinder fröhlich lachend mit Bällen aus Lederfetzen. Du erkennst einen Wal am Rand der Lichtung, der schweigend in den Wald starrt. Er beobachtet einen einzelnen Wüterlonzer, der ein Eichhörnchen jagt. Es könnten hunderte von ihnen hier in den Wäldern sein. Der Wal flüstert zwar, aber trotzdem schrecken das Eichhörnchen und der Wüter auf. Er sieht dich und den Wal an, bevor er sich langsam und vorsichtig zurückzieht. Die Karawane wieder an Bord gehen lassen, den Wüter töten, bevor er andere alarmieren kann, den Wüter beobachten und wenn möglich verfolgen. Zurückziehen und den Wüter in Ruhe lassen, ja. Du hältst deine Hände hoch und ziehst dich ebenfalls zurück. Der Wal folgt dir, der Wüter neigt den Kopf, während er euch beobachtet. Dann dreht er sich um und läuft fort. In der Karawane wird das Geschehene und seine Bedeutung später diskutiert. Aber alle scheinen wegen der Menge an gesammelten Nüssen viel zu aufgeregt und erfreut zu sein und sich Sorgen zu machen. So. Carved Rock on a vacant island. Asilai's Godstone almost looks lonely.
Ich habe jetzt gerade ein perfektes Timing. Das war ein perfektes Timing. So, mal sehen, was der gute Harkon noch will. Die beiden Wahl scheinen in ein Gespräch vertieft zu sein, aber Aiwa sieht dich und winkt dich heran. Sie haben sich also alle bewaffnet und rennen vor etwas fort. Aber vor was? Harkon wird noch zu einem Wütergelehrten, der die Motivation unseres Feindes verstehen will. Es ist nur merkwürdig, dass wir bis vor kurzem nie ihre Frauen haben kämpfen sehen. Zum Glück, wir hätten auch die großen Kriege verlieren können. Du überlegst, was du sagen sollst. Was ist damals geschehen? Yunus sagt, dass eine Finsternis heraufzieht. Hat irgendjemand mal mit Wütern geredet? Würde mich interessieren. Die beiden Wahl sehen sich an. Es gibt Gerüchte, dass es einige probiert haben und dabei getötet wurden. Eine Menge Unsinn. Geschichten der Skalden über den Klang der Wüterstimmen, die dir die Haut abfallen lassen. Es gab also keinen Kontakt zum Feind. Ist das üblich? Wir waren mit dem Töten beschäftigt. Da haben wir uns keine Gedanken über ein Gespräch am Feuer gemacht. Übrigens geben sie nur irgendwelches Gedriller von sich. Wenn irgendjemand versucht hat, mit ihnen zu reden, dann die Valkar. Aber du musst schon Glück haben, wenn sie dir eine direkte Antwort geben. Was ist damals geschehen? Blablabla. Ich denke, ihr beide solltet eure Meinungsverschiedenheiten klären. Was ist damals geschehen? Auf beiden Seiten gab es viele Tode. Stell dir vor, dass du jede Nacht durch Wüterangriffe geweckt wirst. Damals versank die Sonne noch. Man wachte auf, weil man etwas gehört hatte und sah nur in glühende Augen um sich herum. Ingvar hat dir vielleicht schon gesagt, dass wir sie nicht mal annähernd in die Abgründe zurückschicken konnten, die sie ihre Heimat nennen. Eigentlich hat Aiwa niemals etwas über die Vergangenheit gesagt. Wo? Aiwa sagt nichts, erwidert nur Harkons Blick. Nun, er hat möglicherweise mehr Geschichten auf Lager, als du sie dir in deinem kurzen Leben anhören kannst. Aber was Valkas, also Yuno, sagt mit der Finsternis, aber was Valkas sagen und meinen, ist nicht immer dasselbe. Sie sprechen in Rätseln und Prophezeiungen. Das könnte immer noch erklären, warum die Wüter überall sind, als hätte jemand in einen Ameisenhaufen getreten. Was immer da auch kommt, es trifft sie zuerst. Oder es ist nur eine neue Taktik für einen neuen Krieg. Wenn sie gelernt haben, den Boden aufzubrechen und eine Riesenschlange zu rufen, dann sind wir alle tot, wir wissen es nur noch nicht. Die beiden sollen unbedingt ihre Meinungsverschiedenheit klären. Du solltest wissen, dass Clanmitglieder bei uns sagen, dass wir Frauen und Kinder töten, Wüter oder nicht. Es gefällt nicht allen, aber so muss es wohl auch sein. Wenn es darum geht, ob sie oder wir überleben, dann werde ich dafür sorgen, dass wir am Ende aufrecht stehen. Mich stört mehr, dass du entschieden hast, Einar Toffs Brücke zu zerstören. Finde dich damit ab, Harkon. Das war damals die beste Entscheidung. Eine Brücke zerstören, bei deren Bau tausende Wahl ihr Leben ließen? Wenn du nicht diese verdammte Hörner hättest, Ingvar, würde ich schwören, du bist ein zu groß geratener Mensch. Die beiden Riesen beschimpfen sich gegenseitig und du gehst weg, damit sie sich abreagieren können. Bin mal gespannt, ob wir uns später für einen der beiden entscheiden müssen. Könnte ich mir auch vorstellen. So, aber sonst scheint hier nichts los zu sein. Ich würde sagen, wieso haben wir noch einen Verletzten? Egal, ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle und schauen mal in der nächsten Folge beim Götterstein vorbei. Und dann schauen wir einfach mal, was auf uns zukommt. Okay, Leute, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns. Ciao.